Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde der Pokémon Rubin. Was ist Saphir mit Barry Decent of Speed und mir, Downy Dancer? Servus. Moin, was geht? Let's go. Ja, so. Wir haben jetzt eine Weile nicht aufgenommen. Ja. Und, der ein oder andere hat es eventuell bemerkt, dass am Freitag kein Video kam. Aus dem einfachen Grund, dass ich immer noch ein bisschen am Hasseln bin. Ja. Also es kann sein, dass das, wenn ich hier mal ein paar tue, das kann durchaus passieren, entschuldige ich mich hier mal im Voraus. Weil ich bin ja ein netter... Ach, du Kacke. Nettes Kerlchen und so. Aber das passiert dann einfach. Damit müsst ihr dann in dem Moment einfach leben, da kann ich wenig dran ändern. Deshalb kann uns ja in diesem Part der Barry eine Lebensgeschichte erzählen. Ja, Barry, das ist ja eine Plan. Also wir sind gerade in die also ich bin gerade in die Siegestraße gegangen und mein fucking Encounter ist ein Baumpel. Das hört sich doch ganz nett an. Es ist Level 40, also kann man vielleicht damit arbeiten. Ich denke, ich werde sogar die zwei Level trainieren, bin ich ehrlich. Kommt halt drauf an, zu was. Ich glaube aber, das hat dann doch gar keine Attacken. Hä? Hat es nicht? Wo soll ich denn Attacken herbekommen, wenn schon Level 40 ist? Was soll ich denn lernen? Das wäre so meine Frage eigentlich. Also, ich meine, Fang ist ruhig, Level ist ruhig, mach das, ne? Ich habe kein Problem damit. Mach das doch einfach. Es wird vielleicht zu einem mächtigen Pudox oder Papinella. Zwei also sehr mächtige Pokémon hab in diesem Spiel. Die sind ja so mächtig in diesem Spiel. Ja, ich meine, wir wissen nicht, wie lange es heute, was heißt heute, es noch gehen wird. Also wahrscheinlich werden wir das Projekt heute beenden, weil wir müssen... Oh, Eisstrahl, nice. Ach, ich nenne es einfach No, weil alles andere wäre cooler gewesen. Also im Prinzip wäre jetzt der Play, ich finde ein Fossil oder ich bin am Arsch. Ja, nee, wäre nicht der Play. Fände ich nicht so knorke, bin ganz ehrlich. Ja, nee, aber wie gesagt, es kann gut sein, dass das in dem Part... Es könnte in diesem Part zu Ende gehen, jeder Part könnte jetzt das Ende sein. Das Pokémon hätte ich zum Beispiel sehr gerne genommen. Welches denn? Fukano. Wo willst du einen Feuerstein herzaubern? Denk an unsere Regel. Boah, aber dann müssten wir extra dafür pausieren und darauf hätte ich jetzt echt gar keinen Bock. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ja, und ich würde unsere Regel schon so machen, dass wir das nach einem Part machen. Also, das ist mir egal. Ich hätte gesagt, man könnte auch zwischendrin sagen so... Meine Freunde der Sonne. Weißt du überhaupt, wie das geht? Ich denke ja. Du denkst, aber du weißt es nicht hundertprozentig, weil ich habe erst letztens das wieder benutzt, damit ich wieder ein bisschen reinkomme. In den Stuff, falls ich das mal... Eventuell benötigt man das ja irgendwann mal. Oder wenn man irgendwie privat spielt, dass man einem Sonderbonbons geben kann. Mhm. Sind schöne ja, Sonderbonbons weiß ich. Es gibt ja verschiedene Codes dann einfach. Hä, was für Codes? Das sind Tastenkombinationen auf dem Nintendo DS oder auf dem Game Boy Advance. Weil beim Game Boy Advance ist es natürlich auch so, bevor diese Tastenkombination funktioniert, muss man einmal feste hinten reinpusten. Und erst dann funktioniert. Hast du das auch früher immer gemacht beim Game Boy Advance? Wenn irgendwie das Spiel nicht starten wollte? Ich habe da immer hinten reingepustet. Ja genau, ich hab das Spiel rausgeholt und gepustet. Genau, und ich dachte immer, es würde irgendwas bringen. Spaßfakt, ja. Bringt eigentlich nichts. Ihr habt ja in Bayern jetzt eine Ausgangssperre, was hältst du davon? Absolut richtig, das könnte mir eigentlich nicht egaler sein. Ich bin sowieso schon die ganze Zeit, mein ganzes Leben habe ich mich für diesen einen Moment vorbereitet. Also von dem her, für mich ändert sich eigentlich gar nichts. Also legitim, für mich ändert sich nichts. Bei mir ist es tatsächlich so, dass noch viel Arbeit vorsteht, weil unsere Firma macht aktuell nicht den Eindruck, dass wir dicht machen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird, bin ich ganz ehrlich. Ja. Oh, der erste Trainer in der Siegestraße 47. Ist ja nur so stark wie mein stärkstes Pokémon. Das Ding ist halt, es klingt so doof, aber es ist mir eigentlich momentan alles egal, was passiert, weil ich kann sowieso nichts anderes machen, als im Haus zu bleiben. So, es gibt für mich gar keine andere Möglichkeit. Warte, hier war ich doch schon. Es gibt für mich gar keine andere Möglichkeit, weil die Schulen sind dicht. Ich habe sowieso Uniferien. Also. Das Einzige, weshalb ich das Haus hätte verlassen müssen, wäre wegen der Uni, damit ich meine Unikarte validieren lassen kann. Ein sehr schönes Wort, wie ich finde. Und da kann ich ja jetzt auch schlecht machen, wenn da überall kein Schwein drin ist. Also gibt keinen Grund für mich, das Haus zu verlassen, außer weil ich mit dem Hund raus muss. Ja. Also das ist halt wirklich der einzige Grund. Ansonsten gammel ich hier drin. Hab God of War 4 gestartet. Während alle Animal Crossing spielen, dachte ich mir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, God of War zu spielen. Ich hätte das Spiel immer... Wenn mir jemand das Spiel schenken möchte, ihr dürft mir Geld... Oder Pokémon Mystery Dungeon.
dürft's mir gerne schenken, wäre okay für mich. Würde der Downy würde es nehmen. Ich würde es nehmen, ja. Es wäre okay für mich. Gerade so würde ich es noch überstehen. Würdet mir damit eine Freude machen. Also für uns jetzt in 6 Tagen kommt ja das neue Pirate Warriors raus. Ach, das kommt auch. Und ich will es mir nicht online kaufen aufgrund der Krise. Weil dann kriege ich, glaube ich, Plack. So, dann... Ich will es mir wirklich nicht online kaufen. Das ist aber. Ich werde es mir dann über Steam einfach holen, so wie ich meinen Pirate Warriors 3 auch geholt habe. Oh, ich habe gerade Probleme gegen Schluckwäsche mit Horta. Doof jetzt. Weil das Ding ist, ich habe das Pirate Warriors 3 halt auch auf dem PC gespielt und ich hatte damit keine Probleme. Deshalb denke ich mir, eigentlich kann ich mir das auch wiederholen. Wobei ich sagen muss, was mich am Pirate Warriors gestört hat, ist, ich konnte irgendwie nur mit Ruffy umgehen und mit Zorro. Ich konnte mit fast und allen Sanji umgehen. Es gab so ein, zwei nervige mit Charaktere. Mit den ersten 3 kann ich umgehen und dann, nee, dann ist Ende. Ich liebe halt die Spielreihe auch insane, die ist so geil. Ich habe bisher nur den dritten Teil gespielt, muss ich jetzt hier mal ehrlich sagen, aber ich mochte den dritten Teil sehr gerne. Ja, im Prinzip ist es dasselbe Spielsystem, die haben halt von Teil zu Teil dann mehr Fähigkeiten wie im Anime bekommen und... Ja. Ja, mein Problem ist aber halt, das ist dann wieder so ein Spiel. Ich glaube, das würde ich durchspielen, aber dann habe ich wieder so viele Spiele. Ich habe sowieso so viele Spiele hier rumliegen, wo ich mir denke, eigentlich wäre jetzt der Moment, diese Spiele zu spielen. Aber ich fasse sie trotzdem. Ich war schon überrascht, als ich God of War dann doch schlussendlich angefasst habe. Und jetzt schon, weiß nicht, wie viele Stunden ich schon darin verbracht habe. Nicht unbedingt wenig, so viel kann ich sagen. Ja, aber ansonsten, hier liegen so viele Spiele. Also für PS4 habe ich noch, ich glaube, ich habe ungefähr 7 PS4-Spiele, die ich allesamt noch nicht durchgespielt habe. Persona 5, sagen wir es so, zu 80% beendet. Und dann dachte ich mir, Mensch, anstatt Persona 5 durchzuspielen, ach komm, wir spielen jetzt einfach God of War, weil ich Bock drauf habe, es ist schlimm. Also bei mir ist es so, ich habe aktuell noch Star Wars Old Republic, nicht Old Republic, wie heißt das neue jetzt? Wie heißt es? Ich wollte gerade Battle Revolution sagen, aber ich glaube, da bin ich in der falschen Spielreihe. Definitiv. Boah, wie heißt das denn jetzt? Ich könnte jetzt einfach mein hier Dings Origin öffnen, aber das wird mich Zeit kosten. Na, das wäre aber tragisch, du. Tragisch, ja, das ist ja wirklich tragisch. Würde weinen. Ja, jedenfalls das neueste Star Wars. Die Kenner von euch, die wissen sowieso Bescheid. Da könnte ich noch einiges an Spielzeit rausholen. Battlefront? Nein. Ist es so? Keine Ahnung. Ich weiß nur, es gibt einen Teil, der Battlefront heißt. Das reicht mir schon wieder. Der alte Battlefront 2 Teil ist halt super insane. Ne? Der hat so gebockt. Da habe ich auch so viele Spielzeiten als Kind gehabt. Das war der Wahnsinn. Wir kamen von der Schule, so 5., 6. Klasse. Wir hatten auch eine Online-Gilde. Boah, wir waren solche Freaks, ey. Das war der Wahnsinn. Du warst in der Online-Gilde? Schieß mich ab. Ich war sogar der Leiter. Ach du Kacke. Okay, sowas hatte ich nie. Jetzt muss ich einmal kurz auf meine AP gucken. Die AP sehen okay aus. Habe ich zufällig einen Ether? Dann heile ich meinen Knochen. Guck mal, wer am Elixier kommt. Die Sache ist, Downy, du bist ja jetzt siebter Arena-Kampf, nehme ich an. Ich gehe jetzt gleich in diesen Kampf hinein. Das siehst du absolut richtig. So, meine Strategie war es jetzt eigentlich, noch in der Siegestraße die ganzen wilden Pokémon mitzunehmen. Aber ich kriege hier die ganze Zeit nur Vulkanus, die 260 Erfahrungspunkte geben. Mit anderen Worten, es scheint mir nicht ganz so worth. Echt nicht? Warum nicht? Erklär mir das mal. Verstehe ich nicht. Nur 260 ist mehr als 259. Ja, es ist auch mehr als 10, aber... Metagross. Und Tentoxa. Töte da und die töte. Also das Tentoxa... Ja, wobei dem Tentoxa gebe ich... Ey, Thor hat gerade richtig Bock, Alter. Wobei, Moment mal. Nee, Wandler möchte ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Worth ist, was ich hier mache. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ich meine, Surfer trifft meinen Partner nicht, oder? Ich meine, in der dritten Gen noch nicht. Ich meine nämlich auch, in der dritten Gen war es nämlich so, dass du deinen Partner nicht treffen konntest. Also zumindest mit Surfer. Wenn doch, dann... Doof jetzt. Oh, das ist guter Damage gegen Metagross. Guter Damage, kann ich mich nicht beklagen. Metagross setzt Grimasse ein. Ja, ist okay. Was da Metagross steht, gefällt mir nicht ganz so, aber der kann eigentlich Kyogre nicht viel. Tentoxa kann eigentlich auch nicht unbedingt so viel. Was wollen die denn machen? Hä? Was wollen die dir denn machen? Naja, Blubstrahl im Regen wird Mew doch wehtun, weil das Tentoxa 7 Level über mir ist. Ja, da sehe ich mich. Und ich leider nicht mehr zur Psychokinese gekommen bin, was ein bisschen schade ist, aber damit muss ich jetzt leben. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sind Pokémon, die ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben könnten. Metagross kann Verfolgung, ne? Bin ich jetzt nicht begeistert?
Ja, muss ich ganz ehrlich aber das sagen, macht doch bin gar ich. nichts, weil das noch speziell ist. Ja, bin ich nicht begeistert. Also ich hoffe jetzt, dass ich vielleicht dieses Metagross einmal mit einem Knochenmarang rausnehmen kann. Das wäre jetzt ein Träumchen, während ich mein Mew hochheilen kann. Und Ich dann weiß hoffe ich auch noch, gar dass er nicht den mehr, wie Tentoxer viel. nicht. Oh, Okay, Mist, ging ein wildes Tentoxer ist schon Pokémon. mal doof. Tentoxer greift Kyogre mit Luftstrahlen, macht natürlich nichts. Nochmal Verfolgung vom Metagross. Das ist nicht so schlimm. Das macht nicht so viel, vor allem weil es speziell ist. So, Knochenmarang. Natürlich miss ich. Warum denn auch nicht? Aber damit dürfte jetzt das Tentoxer schon mal weg sein in der nächsten Runde. Weil jetzt kriege ich einen Surfer und eine Konfusion raus. Okay, da greift Mew nochmal an. Da bin ich nicht so begeistert von. Okay. Surfer kommt. Das Metagross wird da jetzt gleich aufgehalten, ne? Aber brauchen wir gar nicht drüber reden. So, Konfusion. Okay, Grimasse kommt nochmal. Das Tentoxer sollte weg sein. Das Tentoxer sollte jetzt offiziell tot sein. Wären Konfusion hier kommt. stärkere Pokémon in der Siegestraße, würde Sehr meine schön, Strategie Tentoxer ist vielleicht doch weg. aufgehen, aber. Gut, dass ich in den Arena-Kampf schon gegangen bin. Weil. Das hätte unnötig Zeit gefressen, jetzt so ewig an dem zu sitzen. So, jetzt kriegst du einen Knochenmarang und einen Surf-Up, weil du jetzt eh hoch heißt. Perfekt. Die zählen sogar als Elite. Guck mal, ich bin schon bei der Elite 4. Die zählen als Nett. Elite 4. So, Knochenmarang kommt, macht wie viel? Joa, solider Damage. Kann ich mich nicht beklagen. Hätte der getroffen, wäre Metagross schon weg gewesen, aber. Man kann nicht alles im Leben haben, Nee. ne? Man kann leider nicht alles haben. Wow! Das war guter Damage. Nicht schlecht. So, und bevor ich jetzt hier irgendwas riskiere, Braucht einen man Mew rüber Blitz in nochmal der hoch. Siegestraße? Das Problem ist, ich bin halt so weit hinten. Ah Ja. ja, der zwei Übertränke. Fucking Kamerupp Da Level wäre was. 48. Ich muss ja komplett Und dann los. muss ich jetzt auch den Taucherort finden, ne? Oh nein. Amnesie. Ich Warte mal, weiß nicht, wo Flug dieser ist hier scheiß Taucherort physisch. ist. Was? Flug ist hier physisch. Das weiß ich nicht. Das sehe ich jetzt sofort am Schaden. Psychokinese. Auch Oh gut, dass nein. Metagross das die ganze Zeit nicht gemacht hat. Dieser Kampf hätte wesentlich mehr Probleme machen können. Huiuiuiui. Hätte dieses Metagross sich nicht dazu entschieden. Eruption? Was? Wer kann Eruption? Steinhagel-Amnesie Eruption. Gar nicht stark oder so. Makago. Nein, Kamerupt. Ja, okay. Ja, Und es gut, ist okay. einfach ein Level über mir. Doof jetzt, ne? Ja, Der sehr ist doof slow. jetzt. So, ich habe den siebten Orden übrigens. War gar kein Ding. Da hat man Ja. einfach gesehen, der Downy, der hat seine Pokémon gut trainiert, ne? Wenn man bedenkt, was Stets. du gemacht hast und was ich gemacht habe. Stets mit sehr viel Vertrauen, Liebe und Zumut. Die Ja. waren einfach glücklich bei mir, ne? Deshalb haben sie sich jetzt auch dementsprechend aufgeführt. Zermalmklaue, ja. Nee. Oh So. boy. Damit habe ich das jetzt geschafft. Ich glaube, ich habe mir Taucher noch gar nicht geholt. Kann das sein? Hey, Simon, level up. Der erste Level up im Part. Ne, ich habe Taucher noch nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich genau tauchen muss. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Senkel. Downy, du bist. Du hast noch Zeit, ne? Macht dir keinen Ich habe Stress. noch ein bisschen Zeit, das ist schon richtig, aber trotzdem. Deshalb weiß ich trotzdem immer noch nicht, wo der Scheiß hier ist. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mir jetzt Schweifglanz dann beibringen soll oder nicht. Auf welchem Level sind jetzt deine Pokémon? 39 und 36. Ich hasse dich so sehr. Warum denn? Ja, weil es einfach viel besser für dich aussieht. Ja, aber du bist halt trotzdem weiter so. Ja, aber wenn ich hops gehe, dann grindest du halt stundenlang Ja, das einfach. ist richtig. Dann wäre eigentlich doof, wenn wir dann quasi normal weiterspielen, weil dann grinde ich halt 10.000 Parts und mehr mache ich nicht. So, Topschutz einsetzen. Es wäre halt eigentlich nur fair, wenn du einfach auch durchrennen müsstest. Nö, wieso? Hey, natürlich wäre das fair. Nein, es war deine freie Entscheidung, so weit vorzupreschen. Das wäre überhaupt nicht fair. Das wäre eigentlich komplett unfair. What the fuck, Barry? Ja, Klar, aber was. in einem normalen Race trainiert man ja nicht stundenlang im Gras. Nö, warum? Ich nutze einfach meine Optionen aus. What the Ja. fuck? Das ist. Hä? Jetzt laberst du aber ganz, ganz großen dünnen Schiss. Doch, doch. Jetzt fragen wir mal die Kommentare. Wenn Barry aus freien Stücken entscheidet, dass er nicht levelt und so weit vorprescht und dann stirbt, ist es doch, wäre eigentlich dumm von mir, genau dasselbe zu machen, wenn ich die Option habe, ruhig zu spielen und Bedenkt, zu leveln. Leute, dass ich alle Trainer mitgenommen habe. Ja, aber trotzdem.
Es kann mir halt niemand erzählen, dass man in einem Race, gerade so wie du es dann machen würdest, so krass lange im Dings trainieren würdest. Das Doch, macht ich halt würde es niemand. eiskalt durchziehen. Ich Ja. meine, du bist halt, es liegt halt auch nur daran, dass du ziemlich weit vor mir bist. Also von dem her, und ich muss ja bis zu dem Punkt kommen, beziehungsweise ein bisschen weiter als den Punkt. Oh Gott, die Unterwasser, oh, es dauert so lange. Ich muss Es eigentlich auch dauert so hoffen, dass du lange. rackst, weil ich werde es nicht durch die Liga schaffen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das Xenero will oder. Bin ich jetzt nach Xenero will gegangen? Du musst doch sowieso erstmal das mit dem U-Boot machen. Ja, eben. Aber wäre auch nicht so schlimm, weil dann kann ich nach Xenero will nämlich fliegen. Ey, ich bin in Xenero will, okay. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, muss wieder zurück. Oh, ich hasse es, ich weiß, ich finde immer Xenero will sehr schnell, aber ich finde nie Dingsbums. Es ist Den eigentlich so Scheiß. einfach. Eigentlich ja. Aber ich bin trotzdem zu blöd dafür. Jetzt kann ich wenigstens meinen Unterwasser-Encounter noch angucken. Vielleicht ist das noch irgendwas Das Geiles. Problem ist, gefühlt levelt man hier in dem Spiel auch noch richtig schlecht. Und die Level Gap hier geht so krass, ey, das Barry, ist. weißt du, was mein Encounter ist? Ha. Ein Celebi. Ich hasse dich. Aber es ist Level 23, deshalb fliehe ich. Werde ich jetzt keine Zeit haben vergeuden. Sehe ich gar nicht. Oh, ich habe den Drachenzahn gefunden. Ah, der bringt. Moment, der bringt ja gar nichts. Bräuchte Drachenhaut, wenn ich Simon entwickeln will. Ja. Bisschen schade, dass es nur ein Celebi ist. Warte mal, ich gehe mal wieder hoch. Wo muss ich. Jesus. Ich weiß nicht, wo ich surfen muss, beziehungsweise tauchen muss. Ah, ich habe keinen Topschutz eingesetzt. Da ist ein Steuerrack. Hallo Steuerrack, Habe wie ich bis geht's dir jetzt so? auch nicht. Ich habe mir extra Topschutz gekauft. Das Problem ist, jetzt machst du ein bisschen Zeitgut, weil ich halt echt keine Ahnung habe, wo der Scheiß ist. Ich muss da immer Was suchen. heißt, ich mache Zeit gut? Wir sind uns doch eh einig, dass es entschieden wird, wer stirbt und wer nicht. Ja, hä? So funktioniert auch eine Versus im Normalfall. Also in Ja. meisten Fällen stirbt halt jemand. Ich glaube, hier bin ich jetzt richtig. Hoffe ich. Nee, doch nicht. Was? Aber wie ich das hasse. Ich hasse dieses. Also, diese Tauchszenen hätte ich nicht gebraucht. Hätte ich auch gut verzichten können auf die Scheiße. Muss ich hier tauchen? Bitte sag mir, Dafür dass ich kenne ich hier mich in tauchen der muss. Siegestraße hier nicht allzu gut aus. Was vielleicht gar nicht so ein Ich habe auch krasser keine Nachteil Ahnung. ist, weil ich sowieso jeden Trainer mitnehmen möchte. Ist halt die Frage. Aber ich habe tatsächlich den Schutz Aber auch da ist auch angemacht. wieder nichts. Nein. Na komm. Weil die bringen Die halt leider nichts, Unterwassersteuerung Leute. ist so langsam. Ich kann jetzt hier ein paar Pokémon besiegen, die mir 200 Erfahrungspunkte geben, krieg vielleicht ein Level Oder? insgesamt. Eins. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Latias, ey Leute, was geht hier Dankeschön. ab, ey? Danke, Spiel. Sehr nett von dir. Ich Nicht hab's schon nicht wieder aufgelassen. fucking Latias mit Psychokinese. Tiefseehöhle. Ist die Tiefseehöhle ein neuer Ort? Ja. Oh nein, ich brauche jetzt jemanden, der Zit. Oh nein, jetzt muss ich meine VMs verteilen. Oh nein, ich hoffe, ich habe einen Zertrümmerer-Mann. Oh nein, mein Zertrümmerer-Mann ist Kaiok. Ich musste gerade Celebi auch Oh Stärke beibringen. Ich habe kein nö. Oh, ja, aber Mitleid. Ich Stärke habe ist nicht so. wirklich gar kein Ja, Mitleid. wobei, ist eigentlich wurscht, solange ich Gedankengut zwar von Alstrabes ist eigentlich komplett irrelevant. Ja, eigentlich ja. Ist also eigentlich nicht so schlimm. Solange jetzt nur bitte jemand anderes als Kaiogo Stärke lernen kann. Fucking Okay, Latias, ey. mein Tauboga kann aus Gründen Stärke lernen. Der hat jetzt einen nicen Step-Angriff. Step normal. Das ist jetzt so ein richtiger VM-Sklave, mein Tauboga. Mit Stärke, Surfer und Dingsbums fliegen. Frage ich mich nicht, warum er Surfer Normalerweise eigentlich habe ich mit anders. Feuerodem immer gepaart. Oh, die Schlimme ist, die ganzen Dingstrainer setzen hier auch Top-Genesungen ein. Das, die fucken einen so ab, ey. Tiefseehöhle ist sicher neuer in. Ich stimmt, das andere war unter Wasser. Ja, Hast recht. richtig. Ja, ist eigentlich ein Der hat komplett drei neuer Ort. Psychics eingesetzt. Ja, genau. Jetzt habe ich Aber es bisher gecheckt. kommt halt nur nichts. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich rennen soll. Oder ob ich. Ob ich Trainer mitnehmen soll. Das ist halt echt doof. Und ich glaube, ich bringe mir jetzt auch dann Dingsbums bei. Oh Gott, ich mache ja gar keinen Damage mit dem Fucking Ding. Latias, Alter, ohne Witz. Ich liebe das Pokémon, es ist so cool, aber. Ich wurde jetzt schon von drei Mons wieder in diesem Part hart gestallt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Warum stallt ihr Warum schickst mich in du die Barry in die Hölle? Siegesstraße, damit er Hölle. versuchen kann zu gewinnen? Wird er nicht. Vertraut mir.
Ich glaube nämlich an das Herz meiner Pokémon. Ich lasse mein Mew nicht so einfach sterben. Ich lasse es nicht einfach so sterben. Ja, das war leider nicht eigenverschulden. Doch, er hätte es alles kalkulieren können. Ja, alles wäre kalkulierbar. Komm, hau dich selber, Pixie. Sei mal so nett. Ach, wundervoll. Es läuft. Es läuft einfach momentan. Kann ich nicht anders sagen. Das ist schon kacke. Aber die brauchen halt alle so viele Erfahrungspunkte. Das ist halt so. Ja, das Problem kenne ich. Erzähl mir mehr. Ja, also ich habe ja einen Kyogre und einen Mew und die fressen beide ziemlich viel. Mew geht noch, aber Kyogre frisst, glaube ich, ziemlich viel. Ich wollte gerade sagen, Mew geht wirklich noch. Ach ja. Ich hoffe jetzt nur, dass das Ditto nicht schneller als mein Kyogre ist. Wenn doch, könnte jetzt doof werden. Okay, ich bin schnell. Ich habe Zauberwasser als Item auf Kyogre, was seine Wasserattacken verstärkt und noch im Regen. Das ist eine Granate. Das besitze ich tatsächlich auch. Das freut mich für dich. Wie schaut's denn aus? Wo bist denn du? Ich bin mitten in der Siegestraße. Ich kann da keine weitere Auskunft geben. Ja, könntest du denn aufhören? Nein. Okay, dann halt nicht. Ich habe wieder nicht Schweifglanz beigebracht, ne? Ich semmel. Ah, ja, wobei, wenn Mew jetzt stirbt, dann wird's eh Kyogre Solo Run. Also ich sag's euch, ne? So, ich werde nichts Neues mehr fangen. Außer das eine Legi da, wenn's hochgelevelt ist. Ich sehe ich gar nicht ein, irgendwas anderes jetzt noch zu machen. Was anderes werde ich ihren nicht machen. Confusion schon wieder. Ich bin am überlegen, Confusion einfach zu behalten, einfach weil ich so oft Verwirrung bekomme und ich das eigentlich ziemlich knorke finde. Alter, Downy, der spielt immer für die Hex. Nee, ich spiele nicht für die Hex, ich spiele einfach gut und die Hex belohnen mich dafür, dass ich gut spiele. Ah, so ist das. Das heißt, ich ziehe das positive Karma an, während du das negative anziehst. Deshalb, wir sind gerade in so einem Yin-Yang-Verhältnis. Das ist aber nicht gut. Bitte. Wirklich. Das bisschen hätte ich noch kriegen können. Es kommt aber auch gar kein wildes Pokémon, ne? Tiefseehöhle, gar kein Bock. Das ist an sich gar nicht so schlecht, finde ich. Ach, nee, Schutz hat noch gewirkt. Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt ein paar Sachen. Das ist mir tatsächlich auch passiert. Da habe ich auch einmal eine Minute liegen lassen. Nur könnte ja hier immer noch Allegi kommen, wie Kyogre. Weil da unten bist du gefühlt auch langsamer. Was? Unter Wasser, finde ich, bewegst du dich ein bisschen langsamer, als wenn du oben surfst. Ja, ist richtig. Huinona Level 30. Hydropumpe. Nee, dich kotze ich einfach nur weg. Stirb, Huinona, stirb. Damit ich meine Psyche... Und die haben alle Top-Genesungen, Downy. Alle. Warte, bist du jetzt schon bei der Top 4? Nein. Achso, ich dachte, das hat sich gerade so angehört, als wärst du bei der Top 4. Die Trainer in der Siegestraße haben alle Top-Genesungen. Die haben übertriebenst Bock. Ja, die sind halt, die haben halt, das ist halt eine Siegestraße, ne? Da kommen nur die Sieger hin. Nicht so Waschlappen wie du. Ja, und wie bin ich dann hier hingekommen? Weiß ich nicht, mit Glück. Ja, ist und klar. Und eine Mew. Ist klar, Downy. So, jetzt haben wir die Psychokinese. Gehen wir an, ne? Das heißt, es wird Zeit. Mew, du lernst jetzt Schweifglanz. So, auf geht's. So, nicht verdrücken, weg mit dem Wandler. Oh, ist das schön, ein Mew mit Schweifglanz. Ich habe den Wandler tatsächlich behalten, weil der mir echt sehr oft geholfen hat. Ja, aber ich habe ja auch einen Kyogre. Ja. So, jetzt wird es Zeit, Kyogre hochzuleveln. Ah, oh, schön. Es fühlt sich schon ein bisschen... Kyogre ist halt so fucking broken, ne? Das ja, ist, jetzt Schnauze hier, ist, ne? Nee. Bis jetzt, es hat mich so oft hops genommen, ne? Jetzt musste es sich auch einfach mal... Ich finde das halt geil, wenn dich das hops nimmt, weil das ist schon sehr erregend. Okay. Barry hat sehr interessante Fetische. Dafür gibt es bestimmt auch sicher einen ganz komischen Ausdruck. Ich meine, es gibt auch einen Ausdruck dafür, wenn man Bäume geil findet und sowas. Wie ich letztens in einem Video erfahren habe, gibt's auch den Fetisch, auf Leute zu stehen, die gerade schlafen. Moment, es gibt Leute, die Bäume geil finden? Das andere verwundert mich tatsächlich nicht so krass. Das mit den Bäumen wusstest du nicht? Nein. Ich habe gerade Bullshit gemacht. Ich hab genug Schwachsinn mitbekommen, aber... Hey, das mit dem Bäumen dachte ich wäre so eins der bekannteren, dass man sich denkt, du geiler Baum, du wächst gerade so in die Höhe und deine Rinde erst, die Rinde. Ich muss so los, Alter. Ich find's witzig. Oh, falsch. Wann könntest du, sag übrigens Bescheid, wenn du mal aufhören könntest. Ja, ich bin gleich fertig mit dem Trainerkampf, hoffe ich. Ja, hoffst du. Brutal. Ich bin gerade im Wasserlabyrinth. Mutalanda schon wieder. Oh. Komme ich jetzt da raus? Mutalanda ist schon ziemlich scary. Ich habe Mais drauf, mein Kyogre. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, alles klar. So, jetzt kommt noch der Stein. Ich weiß noch, dieses Stein... Nee, ich glaube, ein anderes Steinrätsel hat mich in der Kindheit richtig fertig gemacht. Die Steinrätsel waren tatsächlich eine Herausforderung. Oh, jetzt fängt der damit schon wieder an.
Ich muss sagen, als Kind hatte ich durchaus Probleme hier mit den Steinrätseln. Der kleine 8-jährige Downey Downster saß an seinem Game Boy Advance und dachte sich, das Steinrätsel, das verstehe ich nicht. Die habe ich auch gefirstried. Ja, jetzt, ne? Jetzt ist auch wieder was anderes, wenn du sie hier firstryst. Das Stallen geht in die nächste Runde. Glaubst du, ich two-shotte das Enton mit meinem Surfer? Ich find's geil. Wahrscheinlich. Double Protect. Ja, klau mir die AP, Bruder. Klau sie mir. Ich brauch sie ja nicht mehr, Kappa. Was brauchst du nicht mehr? Die AP. Nö, AP werden überbewertet. Wer braucht das? Ich habe auch ein bisschen Angst, aber dass mir meine Dings-AP ausgehen, meine Surfer-AP. Para. Habe ich gesehen, das ist nicht weiter schlimm. Sehe schon, aber der Barrick kann auch nur noch auf Hex spielen, ne? Das geht bei ihm nicht mehr. Das hätte ich gerne die Antikraft gehabt. Was denn, O? O hört sich gut an. Oh, Celebi wäre fast gerade gestorben. Och, das wäre aber dramatisch. Oh, Mist. Dann wäre Ende gewesen. Das wär aber echt traurig. Der kleine Tränsche wäre schon runtergekommen. Mehr auch nicht. Oh, Rossana Two-Shot. Ist das geil. Es läuft aber auch einfach. Es läuft. Das ist der Wahnsinn. Analyst. So, ich bin jetzt beim letzten Pokémon. Ich muss mal gucken, wie es mit den AP aussieht. Es sieht nicht so gut aus. Ich hoffe, dass nicht mehr... Was heißt, ich hoffe, dass nicht so viele Trainer mehr kommen. Jetzt kommt dieses Steinrätsel, was ich früher nie kapiert habe. Ich glaube, aber ich müsste wissen, wie es geht. Nee, Moment. Ich glaube, ich mache jetzt schon was falsch. Wenn ich Steinrätsel ist so einfach. Also selbst als Kind habe ich das mal hinbekommen. Ich muss den hochkicken, den hochkicken, den darüber, den dahin, den dahin. Alter. Teamintelligenter Downy schlägt mal wieder zu. Kann man nicht anders sagen, ne? Kann man nicht anders sagen. TM02, was ist denn die mächtige TM02? So, Downy, ich wäre jetzt bereit, ein paar zu beenden. Ja, warte, ich möchte noch wissen, was TM02... Nochmal eine Knochenkeule, okay. Ja, ich auch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich bin sehr weit gekommen. Ich bin gleich bei der Groudon-Szene. Nicht das heißt, ich muss gegen Adrian kämpfen oder Mark oder wem auch immer. Ja, ja. Wird spannend. Vielleicht ist der nächste Part wieder der letzte. Das heißt, jetzt müsst ihr einschalten. Von jetzt dürft ihr nicht aufhören, nicht weiter zu gucken. Das wäre ein großer Fehler. Wir sehen uns. Bye, Barry, wieder. Ja. Bis dann. Ciao.